einer der schönsten Tage im Jahr, wenn so viele junge Leute beim Tag der Lehrer dabei sind. Wir werden ja zigtausende heute begrüßen können. Und das ist jetzt schon eine Erfolgsgeschichte, was diesen Tag der Lehre betrifft. Da geht es darum, dass hier verschiedene Berufe vorgestellt werden, wo man den Lehrlingen über die Schulter schauen kann und aber auch selber Hand anlegen kann. Und es geht aber auch um die Sensibilisierung des Themas Lehre und Fachkräfte. Wir haben den Fokus ganz stark natürlich auch auf die Lehre, auf die Weiterentwicklung der Lehre, auf die Unterstützung der Lehrlinge gesetzt. Die Individualförderungen sind von großer Bedeutung. Ich möchte hier Bildungsgeld-Update nennen oder eben den Weiterbildungsbonus, der vor allen Dingen für Qualifizierungsmaßnahmen ein wichtiges Mittel der Unterstützung für Fachkräfte und für angehende Fachkräfte ist. Ja, die Lehre ist natürlich für den Wirtschaftsstandort ungemein wichtig. Weil ohne gut ausgebildete Fachkräfte könnten wir nicht so erfolgreich sein am Wirtschaftsstandort, weil wer macht denn die Arbeit wie gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und darum ist es wichtig, wir werden die Nase vorne haben, nur wenn wir die beste Qualität bieten. Die beste Qualität werden wir in Zukunft nur bieten können, wenn wir dementsprechend gut ausgebildete Menschen in unseren Betrieben haben. An der Lehrschule gefällt mir einfach die Schule, weil wir sehr viel lernen und wir haben gute Lehrer. Und das Praktische bei der Firma ist einfach lässig, mit den Arbeitskollegen zusammenarbeiten und wir haben lässige Baustellen. Das Lässige finde ich auch mit unserem Beruf. Wir stellen etwas her, also Bäder und so. Und das finde ich halt richtig toll, dass du was selber herstellen kannst. Und ich bin jetzt froh darüber, dass wir gemeinsam mit der Bundesregierung Folgendes zustande gebracht haben, dass der Meister aufgewertet wird und dass es künftig einen Titel Meister geben wird, wo eine Gleichstellung gegeben ist, wenn jemand Bachelor ist. Und da sieht man auch schon diese Anerkennung der Lehre, die Anerkennung eines Berufes, die Anerkennung, dass man Fachkraft ist, ist sehr groß. Wir brauchen Akademikerinnen und Akademiker. Wir brauchen aber auch Fachkräfte, dass etwas im Land produziert wird.